Also ein Kinderzahnarzt ist im Grunde ein ganz normaler Zahnarzt, der aber eine spezielle Ausbildung und Fortbildung im Bereich der Kinderzahnheilkunde gemacht hat. An für sich ist es natürlich eine spezielle Herausforderung mit den Kindern. Zum einen der psychologische Aspekt, dass der Umgang mit den Kindern, dass man da etwas geschult wird, und zwar besonders mit ängstlichen oder traumatisierten Kindern. Zum anderen aber auch fachlich gibt es gewisse Unterschiede zum normalen Zahnarzt. Im Grunde hat man meistens mit Milchzähnen zu tun im Kindergebiss, und die sind anders aufgebaut und von der Struktur anders wie bleibende Zähne. Und da erfordert es natürlich auch entsprechende Behandlungsmaßnahmen, die sich unterscheiden.